Drei Oberärzte der Klinik für Gefäß- und endovaskuläre Chirurgie in Riesa im Gespräch mit dem ärztlichen Direktor der Klinik, Professor Dr. Wolfgang Schneiders. Seit kurzem ist diese Sparte neu aufgestellt. Professor Schneiders freut sich über die neuen Kollegen. Wir freuen uns, dass wir jetzt im Elbland-Klinikum Riesa 4 neue Gefäßchirurgen gewinnen konnten, die im Verlauf des letzten Jahres bei uns angefangen haben, sind integriert in das große Gefäßzentrum, auch mit Radebeul zusammen. Aber jetzt hier am Standort Riesa haben wir 4 neue Gefäßchirurgen, dass wir die gesamte gefäßchirurgische Bandbreite, Behandlungsspektrum komplett wieder mit abdecken können. Dr. Caroline Zimmermann ist eine der Neuen. Sie kommt von der Universität in Dresden und weiß die Atmosphäre in Riesa zu schätzen. Die Arbeit in Riesa macht vor allem sehr das freundliche Umfeld, also sehr familiär. Klinik, Mitarbeiter sind alle sehr freundlich. Das Haus ist gut aufgestellt, meiner Meinung nach. Auch mit den Kollegen, die jetzt ja schon vor einer ganzen Weile von externen gekommen sind. Und in das Haus ist in den letzten Jahren auch viel investiert worden und ist meiner Meinung nach auch auf einem guten Stand. Einfach medizinisch gesehen. Die Gefäßchirurgen sind sich einig, dass das Elbland-Klinikum Perspektive bietet. Na, ich würde damit werben, dass erstens sich eben in den letzten Jahren mit der Unfallchirurgie und mit den Urologen sich da schon extrem viel getan hat und dass hier das Feld oder auch das Spektrum deutlich gewachsen ist und dass wir das natürlich ja auch noch deutlich mehr ausbauen könnten. Die strukturellen Bedingungen sind vorhanden und man muss halt nur was draus machen. Das ist eigentlich meine Meinung. Professor Dr. Wolfgang Schneiders weiß, dass die Metropolen viel zu bieten haben. Aber Riesa steht im Nichts nach. Mitarbeiter werden ist prinzipiell schwierig, also gerade bei der großen Konkurrenzsituation, die es halt gibt, auch im medizinischen Bereich. Wir können nur versuchen hier im Krankenhaus, dass wir ein breites Spektrum haben im Klinikum Riesa. Wir sind Schwerpunktversorger, haben viele Fachabteilungen, machen es halt medizinisch dadurch den Kollegen A einerseits sehr interessant und versuchen halt durch viele Maßnahmen hier auch ein attraktives Umfeld, soziales Umfeld für den Kollegen anzubieten. Das Elbland-Klinikum in Riesa kann im Klinikverbund den Bewohnern im Landkreis und der gesamten Region eine stabile Versorgung und hervorragende Behandlungsqualität bieten.